So viel zu dieser Folge, Leute. Bis dann. Ciao. Masche, Masche, liebe Dümmerne. Willkommen zurück zu einer Folge Backenkies. Da frage ich mir Mädchen auf den Arsch. Aber zuerst sage ich euch noch ein CW. Also, jo. Ihr Clan. Kriegslog, so. Bin jetzt übrigens hier Meister, auch wenn ich etwas runtergedroppt bin mit den Trophys auszusehen. So, war wieder 29 Sterne CW. Ist an mir leider gescheitert mit den 30 Sternen hier. Nämlich weil ich hier auszusehen verkackt habe um 1%. Das ist ärgerlich. 1% haben uns an den 30 Sternen getrennt. Aber Leute, das geht mir Marsch vorbei. Also, dann hier gehen wir mal ganz oben. So, dass gestern übrigens kein Video kam. Bin gerade noch an Earthmond am Arbeiten. Ja, morgen ist es hoffentlich wieder soweit. Vielleicht auch wieder später, vielleicht übermorgen. Aber es kommt wieder, Leute. Also, lasst uns jetzt hier starten lassen. Yeah. Und man merkt übrigens, da steht dazwischen, ob ich nun hier Hawks mit in der Clanburg nehme. Oder Pekka. Ich glaube, die Hawks sind der klare Favorit. So. Weil, ich weiß nicht, Unox ist etwas hart gewesen mit dem 3-Star. Ja, ich hab Plans. So, ist zwar auch eine etwas ruhigere Folge, ich bin heute irgendwie nicht so aufgedreht. Ach ja, by the way, Leute, Dark Kazoo is incoming. Bald gibt's eine musikalische Unterstreichung. Jetzt nicht hier so diese Lieder, die ich im Hintergrund einblende. Richtige musikalische Unterstreichung. Ah ja, ich habe meinen Metall-Kazoo gekauft. Mittelmäßig von dem Preis halt. Und was soll ich euch sagen? Mit diesem Metall-Kazoo, Leute, werde ich die Weltherrschaft an mich reißen. Ihr werdet schon auch sehen. Bald wird es kein Barack Obama mehr geben und Angela Merkel auch nicht mehr. Die einzige Person, die in Zukunft anbieten dürft für seine politischen Dienste, bin ich. Ja, ja. So schnell geht das. So. Mit dem Fluch und dem Sprung aber die Weltherrschaft und... Ja. Und erobert alles mit der Kazoo-Kraft. Und weiter kann ich das jetzt nicht singen. Weil die Lyrics extrem spontan waren, wie ihr auch bemerkt habt. So. Hier hatte der Manny nochmal extrem gut gearbeitet mit den Valkyren. Es macht mich so glücklich. Endlich hat mal jemand hier im Clan überhaupt kapiert, wie praktisch die Valkyren sind. Davor haben die einfach keinen Arsch interessiert. Aber jetzt... Jetzt, Leute, geht's ab mit den Valkyren. Yeah. So, Packers hat er auch richtig eingesetzt. MVP halt, Leute. MVP. Oh, und der hat ein... Ist das ein... Was, welches Level ist der Packer? Dort in der Clanburg. Kann man das dort unten sehen? Nee. Level 1 oder... Nee, das muss Level 2 sein, mindestens. Sieht mir aber höher aus. Ich weiß nicht, ab welchem Level werden die wieder hellblau. Zu der Zeit, wo der CW war, hatten wir irgendein TR-11-Typen drin. Der eine schlechtere Death hat halt, als ich, aber dafür dreimal so gute Truppen. Schade, schade. Wäre der drin geblieben. Das wartet, ist er drin geblieben? Ich hab's nicht gemerkt. Das wäre jetzt peinlich. Das wäre sogar arg peinlich. Warte ganz kurz nach dem Angriff. Gucken wir uns kurz an, okay? Ja, der Mann noch seinen zweiten Angriff verballert. Ja, ja. Die Goethe geht in den. Übrigens. Der CW hier war übrigens kurz davor verloren zu werden. Und dann bin ich mit aller Kraft hier reingestürzt. Mit der man 3 Accounts kommen kann, Leute. Man sieht, bei 10er CWs habe ich einfach das komplette Schlachtfeld komplett unter Kontrolle. Ja. Ich habe genau Sieg und Verlust unter Kontrolle. Ich bin der Gedanke in der Gegner, der sich steuert. Oh, wir haben den immer noch drin. Ja, ja, ist der Ted. Zu der Zeit hatten wir einen Typen drin. Ja, ja. Dann, wenn ich vorstellen darf, ich stell dir mir irgendwie so vor, wie ein... Plüschiger Plüschbär oder sowas. So stelle ich ihn mir vor. So, und das hier, denkst wirklich an 3 Sekunden, die ich hier in der Clanburg rumgenagert habe. Hä? Seit wann kann man hier? Oh, das waren übrigens die 3 Sekunden, an denen es gehagelt hat, in denen ich gezögert habe. Da sehen wir, Leute. Was sehen wir da eigentlich? Keine Ahnung, auf jeden Fall sehen wir es da. Och nee! Das ist jetzt so schrecklich, dass man die 3 Sekunden, an denen es gemangelt hat, sogar jetzt noch hier am Anfang sehen kann des Angriffes. Ja, ja. Diese paar Sekunden hätte mir Clash of Clans gerne auch schenken können. Muss ich mal sehen, bei erwähnen.
war vielleicht auch hier die Zeit, die ich gezögert habe, den König zu setzen. Und wo ich mich stattdessen lieber dann gesetzt habe. Ach nee, wartet. Hätte ich ihn da unten gesetzt, wäre es hier unten an dem Ding gescheitert, weil die damit auch Probleme hatten. Genau. Aber das ist ärgerlich, dass man diese 3 Sekunden, die gefehlt haben, sogar noch sehen konnte. Na gut. 69%. Für sowas nehme ich hier doch auf. Das finde ich schon besser als ein glatter Freestar. Und lol, seit wann kann man hier die Gebäude beobachten, während man sich einen Angriff ansieht? Das ist auch was Neues hier, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also, wisst ihr, was das Beste an diesem Angriff ist, Leute? Wartet. Wartet. Hätte ich einen Angriff hier abgebrochen, hätte ich mit 99% einen Stern gehabt. So wie ungefähr jetzt. Nur, dass es schon zu spät dafür ist. Na gut, weiter zu Mr. No-Names Angriff. Zu dem Nelson, den krassen Typ. Der hatte, soweit ich weiß, kein Delex mehr, deshalb etwas weiter unten angegriffen. Also kaum Delex mehr. Glaub ich, könnte sich ja auch leisten. Ja gut, wenn ich leider auf Räuber und halt Lucky ist. So. Aber der Angriff hat trotzdem gut funktioniert. Das muss ja nicht immer hier Drahok sein. Manchmal kann man auch mit etwas bescheidenerem Zeug angreifen. Manchmal, Leute, geht es. Boah, ich freue mich schon auf das Kazoo, ich bin gehypt. Da werde ich erstmal 3 Stunden lang während eines 20-Minuten-Videos Megalovania und Birkenrückung hier kazoonieren. So, 2. Angriff vom No-Name. Mhm, krasser Typ. Ja, der Nelson. Der entwickelt sich auch langsam zum LVP. Aber gut, erstmal muss er noch überhaupt den Heldenrang bekommen. Und... so. Gleich kommen wir. Nehme gerade den letzten CW auf. Ach wartet, können wir noch gerade gleich während der Aufnahmen machen. Wobei, komm her, warte, komm her, mache ich gleich während der Aufnahme. So. Und damit war auch dieser Angriff gemacht. Dann ab hier. Oh, der No Limit ist wie. Ach ja, stimmt. Oh. Ich vergesse die ganze Zeit, dass der Limit hier wieder da ist. Und das macht mich extrem glücklich. Das ist ein Member, der war hier vor Jahren mal drin und jetzt ist er wieder aufgetaucht. So wie schon öfter mal. Aber Gott sei Dank, das ist eines meiner Lieblingsmembers gewesen. Ja gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie er sich beträgt. Aber der ist auch ziemlich krass geworden mit der Zeit. Auch wenn er jetzt hier irgendwie nötig hat, einen TR6 anzugreifen. Trotzdem, krasser Typ. Mag den. So. Nee, komm, er nehme es auf, um's meiner Oma zu präsentieren. Ist eine Videogaming Otaku Grandma. Klar, komm, er natürlich. Bam! So irritiert man Leute. Ich glaube, danach werde ich hier auch die Folge beenden. Video Gaming Otaku Grandma. Ja, ja. Sorry, dass ich diese Folge nicht so sehr kommentieren kann, aber ich kann das nicht selber vorbereitet sein. Ich hoffe, ihr habt dafür verstanden. So. Mhm. Krasser Typ der Milo. Milo ist übrigens der Manny. Krasser Typ der Manny. Krank. So, dann kümmern wir uns mal um den Flori. Würde ich mal sagen. Time for the red deck, red deck, deck, deck. Time for the red deck, red deck, 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 red deck, deck. Time for the red deck, red deck, 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 deck. Time for the red deck, red deck, red deck, 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 deck. Yeah. Ich glaube, Leute, das nächste Lied, das ich da machen werde, wahrscheinlich dann auch schon auf dem Kazoo. Ich glaube, das steht jetzt fest. Time for the red deck, 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 deck. Time for the red deck, 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 deck. Bin mal gespannt, wie viele in der Base hier so aussehen. Das sieht mir sehr nach einer Troll-Base aus. Und Bases von diesem Schema halten gewöhnlich mehr aus als meine Bases. So peinlich das auch ist. Time for the red deck, 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 deck. Time for the red deck, 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 deck. Oh, und meine beiden Helden sind mir schon kaputt gegangen, ohne dass ich reagieren konnte. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie ist das ein peinlicher Angriff.
Wie macht man Propaganda? So macht man Propaganda. Mhm, das hier ist hochqualitative Propaganda. Okay. Das war peinlich. Das war sehr peinlich. So, hier. Green. Am Rills. Bam! So macht man klar, so macht man YouTube-Werbung, Leute. Ja, bin jetzt auch irgendwie abosüchtig geworden da. Ich habe jetzt in der Woche 10 Abos bekommen, Highscore geknackt, geil. Ich habe jetzt Blut geleckt. Sobald ich irgendwann meine Kunst mache für andere Leute und nicht mehr um der Kunst willen, denn der Willen der Kunst liegt in mir. Macht er bitte, keine Ahnung was er macht, irgendetwas Fieses. Na gut, so viel zu dieser Folge. So viel zu dieser Folge, Leute. Bis dann, ciao.